die letzte Runde für diese Aufnahmesession. Haha, ich hab euch reingelegt, ich hab gesagt, die letzte Runde. Und ihr dachtet bestimmt, die letzte Runde für immer. Nein, wie kann der nur? Aber ich habe nur gesagt, die letzte Runde für diese Aufnahmesession. Ach ja. Okay, das klang jetzt falsch. Es ist schön, eine so schöne Festplatte zu haben. Ich sollte aufhören, sie zu erwähnen. Das kommt langsam sehr seltsam. Yo. Ich finde es schön, dass man nicht mehr abbrechen kann, sobald er jemanden gefunden hat. So sieht man viel besser, ob er jemanden schon gefunden hat. Und nicht nur an diesem ganzen Leggy-de-Leck-Leck. Priester. Priester können sehr arschig sein. Und ich glaube, das Spiel will mir sagen, dass es sehr viele Diener mit zwei Leben geben wird. Das ist eigentlich auch für den Anfang total dämlich. Alles kann weg. Weg. Weg mit dir. Sowas sieht schon besser aus. Weil die Karte, das ist so ein... Egal was du machst, du hast Glück. Ich frag mich, welche Karte er gerade... Oh Gott. Warum weiß ich nicht, welche Karte ich habe? Weil die Karte, egal ob er die tötet oder nicht tötet, der nimmt immer zwei Schaden. Wäre lustig, wenn er den Coin hätte. Also die Münze. Weil sehr oft passiert es mir zum Beispiel, wenn ich mit dem Priester spiele, dass ich aus Versehen den Coin mit der Gedankenansicht nehme. Ich nehme es total hart. Ich habe nichts gesagt. Nein. Gar nichts. You shall not pass. Beats. Beats die Big Beats. Big Beats. Ich töte ihn nicht. Und spiel stattdessen noch den hier. So. Weil es ist jetzt nicht unbedingt die gefährlichste Karte hier. Gottes Schild und Windzorn sind halt so Aspekte, die einen immer herausfordern, dass man unbedingt die Karte loswerden will. Aber man muss auch... Ich hätte die Karte loswerden sollen. Da will man schon dieses großartige Gespräch darüber anfangen, wie taktisch klug man doch ist und wie dumm alle anderen sind. Und dann... ich glaube, das wäre das Schlauste, wenn ich den hier jetzt heile, mit dem hier... jetzt die hier töte und mit dem hier. Oder sollte ich lieber mit dem Gottesschild? Ich frage mich, ich töte lieber die Blutelfen-Klerikerin mit dem hier und beschwöre den hier und heile damit ihn. Also. So. 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 Wir haben wieder Last Man Standing. Oder ich könnte sogar... Ich versuche mal diese Kombination. Vielleicht ist sie ja sogar gut. Dass, wenn er jetzt angreift, verliert er ja sein Gottesschild. Eigentlich ist es gar nicht... Es ist ein bisschen wie der Silberrücken-Patriarch für... Der hier kostet 1 und das andere kostet 1. Silberrücken-Patriarch für 2 eigentlich. Diese Kombination. Ja, so könnte man es eigentlich gut bezeichnen. Genau darauf habe ich gehofft, dass er sein Gottesschild zerstört. Weil jetzt kann ich nichts machen. Das wären 3, 4, 5. Ich könnte ihm den hier abluchsen, wenn ich so mache. Pum. Die Pum. Die Pum Pum Pum. So. Jetzt habe ich einen recht starken Spotter, würde ich den schon nennen, abgeluchst. Dann kann ich im nächsten Zug den hier spielen, habe wieder ein bisschen mehr Feldkontrolle. Und joa. Fuck. Fuck. Planwechsel. Oder? Nächster Planwechsel. Oder Planwechsel. Planwechsel. Ich hätte jetzt gesagt, zuerst das beschwören, aber es ist schlauer, die hier hinter einem Spotter zu beschwören. Ist es? Ich weiß nicht. Ist es schlauer? Ja, es ist schlauer. Weil sonst tötet er die, bevor die dir nützlich werden können. Das macht gar nichts, mein Freund. Das macht rein gar nichts.
Das macht aber schon was. Ich habe sehr starke Karten in meiner Hand. Wehe, du hast jetzt irgendwie Segen der Könige oder so. Ich bring dich um. Ich hätte es, um ehrlich zu sein, nach dem Angriff auf dem hier angewendet. Aber okay. Okay. Von mir aus. So. Und jetzt, da ich die Maus eingeblendet habe, kann ich ja so miau machen. So. Miau. Miau. Ich hoffe, die Maus ist wirklich zu sehen. Sonst wäre ich ganz traurig. Ja. Was hast du als nächstes vor? Ich starr dir in die Augen. Fuck you kindly. Nee, gut, dass ich den hier noch habe. Naja. Gut gespielt. Nicht schlecht, aber auch nicht irgendwie das Wahre. Würde ich sagen. Was sagt ihr? Ja, das sag ich auch. Hältst du jetzt eine Heldenfähigkeit ein? Nein. Das will mir aber nicht gefallen. Das mag ich ganz und gar nicht. Ja, yeah. Dieses Geräusch. Ich weiß nicht, was die Frau hat, aber so jahren tue ich nicht. Warte. Meist. Es war dumm. Ja, jetzt heilt er sich selber. Ja, besser als er den halt. Will ich nur gesagt haben. Den Gottesschild will ich mir auf den Schlachtzugleiter aufheben, weil das Schlachtzugleiter ist schon sehr, 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 sehr praktisch und das wäre sehr schön, wenn er überleben könnte. Natürlich wäre es auf den Spotter auch schlau, aber ich will lieber das Problem an die Wurzel packen. Gut, dass ich den hier nicht gespielt habe. Ach, fuck you. Kindly. Ich muss nett sein. Also sage ich immer kindly. Ich will ja hier niemanden beleidigen, also deswegen fuck you, kindly. So. Jetzt wende ich den hier an und beschwöre einen. Und töte einfach den hier. Ich hab den sowas von satt. Dieses Ding lebt schon die ganze Zeit. Ach, der kann auch den heilen! Das wusste ich gar nicht. Was ist das für ein Dreck? Wundet. Waschendet. Okay, ich will nicht zu einem dieser Let's Player werden, die immer nur schreien, also. Das ist besser nicht. Das ist Dreck. Das habe ich nicht gewusst. Ich hätte mir vielleicht lieber besser durchlesen sollen, dass da Charakter steht und nicht Diener. Er hat gerade mehr auf der Hand. Auf dem Board sind wir gleich auf. Er ist sogar eigentlich besser, weil der ist hier nutzlos momentan. Er hat alles. Er hat einfach alles. Ich kann gleich aufgeben. Nein, natürlich nicht. Rupert, 1983. Letzte TMFs. 17, 20, 31. Der Kerl ist 31? Please, hell no. Hell no. 31. Hell no. Trete ich hier gegen, keine Ahnung, Sergeant Rumpel persönlich an? Nee, wie alt ist Sergeant Rumpel überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich hasse dich. Hatte ich nicht irgendwas, was irgendwie direkt jemanden tötet? Nein? Okay. Euer Zug. Ich habe noch nie so sehr gehofft, dass ich jetzt eine Karte ziehe, die sehr, 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 sehr viel kostet. Oder lieber auf die. Mene, mene, mu und raus bist du. Auf dich hier. Nein, natürlich nicht. Ah. Hurra, Elmeti. Hurra. Hurra, hurra. Wozu habe ich das gerade gemacht? Das war gerade total dämlich. Aber hurra, hurra. Wisst ihr, ich hoffe mal. Ja, komm, ich ziehe jetzt wahrscheinlich so ein 8-Mana-Vieh oder 7-Mana oder 6-Mana. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, 6-Mana ist das höchste.
Dann hätte der Gottesschild eh nichts gebracht. Ich bin am Arsch. Am Arsch, sag ich euch. Ich wollte gerade sagen, wen zur Hölle willst du heilen? Wow! Super Karte! Super toll! Super geil! Super lustig! Super sexy! Super geil! Ich habe es gerade hochgebufft, damit er ihn nicht mit. Warum habe ich das gerade gemacht? Oh, bin ich dumm! Bin ich dumm? Oh, warum sollte der denn mit einem von den beiden angreifen? Oh. Habe ich schon gesagt, dass ich dumm bin? Was? Ich bin aber anscheinend nicht der Einzige. Ah, stimmt ja. Der heilt nur verletzte Charaktere. Also wird er der geheilt und hat dann 7 und. Ah. Hä? Okay. Ich bin am Arsch. Hat er jetzt gar niemanden geheilt? Zu Beginn, okay. Zu Beginn. Das ist gerade mehr. Ich versuche irgendwie zu überleben und schaffe es nicht. Das ist es. Ach scheiße, der halt ihn jetzt. Daran hätte ich denken sollen. Mein Gehirn arbeitet wohl nicht mal so gut, wenn ich irgendwie 6 Parts in Folge aufnehme. Wie gesagt, ich liebe es jetzt aufzunehmen. Komm schon. Mach mich fertig. Der will mich leiden sehen. Gerade gab es einen seltsamen Grafikbug. Habt ihr den auch gesehen? Keine Ahnung. Wird mich bestimmt jetzt retten. Ja, nein. Oh, ja. Ja. Hä? Für solche Momente wäre eine Facecam angebracht. Ja, es war ein Facepalm, der ein bisschen gegen mein Headset ging. Warum bin ich so unfähig und kann keine normale Beschreibung eines Dieners lesen? Seriously! Der Angriff dieses Dieners entspricht immer dem seines Lebens. Immer! Erinnert ihr euch noch an die gute alte Zeit mit den 3 Sternen? Ich erinnere mich. Paper Rich Farm remembers. Was habe ich eigentlich für Quest? Magier, Schamane, Schurke, Krieger. Spiele ich alles irgendwie nicht. Ich will die Quests nie wegmachen. Keine Ahnung warum. Naja. Wiedersehen, Leute. Ich merke gerade, ich habe mit Mega am meisten. Danach kommt Schurke. Danach folgen Paladin und Priester und Magier. Paladin, Priester und Magier habe ich auf beide auf Level. Nicht schlecht. Hexenmeister ist immer noch am besten. Ich weiß nicht. Ich heb ihn mir vielleicht für die Kampagne auf. Ich will mal schauen, wie die Kampagne ist. Vielleicht kann ich sogar mit einem völlig neuen Helden eine Chance erringen. Wiedersehen, euer. Wait for it. Sandoron.